Oh! Okay, vielleicht ist das noch ein bisschen zu anspruchsvoll. Lass mal lieber mit den Basics anfangen. Was machen wir? Shove it. Ich hatte noch keine Zeit, mir ein Intro zu animieren. Darum seht ihr jetzt im Backstream. Vielleicht werde ich das später noch machen. Ihr werdet's dann ja sehen. Whoa. Intro Ende. So, bevor wir jetzt mit dem Shove-It oder dem Pop-Shove-It anfangen, einmal noch ein Disclaimer vorweg. Auf jeden Fall solltet ihr definitiv, bevor ihr damit anfangt, erstmal safe auf eurem Board fahren können. Das heißt, wenn ihr da noch nicht so ganz sicher drauf seid, dann fahrt einfach. Fahrt für eure Oma einkaufen, fahrt für eure Eltern ein paar Sachen organisieren, was weiß ich nicht was. Fahrt im Parkhaus ein bisschen rum. Egal wohin ihr auch geht, nehmt das Board mit, fahrt damit, bis ihr safe seid. Und natürlich, was als zweite Sache auch noch sitzen muss, ist der Olli. Zum Olli habe ich ja schon ein Tutorial gemacht, das verlinke ich euch auch oben rechts in der Ecke. Könnt da draufklicken und euch da mal schlau machen. Und wenn das beides sitzt, dann könnt ihr auch den Pop-Shove-It bzw. den Shove-It angehen. Und wie man den Shove-It angeht, denn wir lernen als allererstes den Shove-It und nicht den Pop-Shove-It. Das ist so ein grober Fehler, den viele Leute machen, dass sie zuerst mit dem Pop-Shove-It anfangen. Und dann sich fragen, okay, warum funktioniert das nicht? Deswegen lernen wir jetzt als erstes mal den normalen Shove-It ohne Pop und dann gehen wir über zum Pop-Shove-It. Als allererstes ist natürlich wie immer am wichtigsten das Foot-Placement und das zeige ich euch kurz. Das ist gar nicht mal so schwierig, nämlich der vordere Fuß ist im 45-Grad-Winkel knapp unter den Balls, das seht ihr hier. So ein bisschen angewinkelt, also im Grunde genommen Kickflip oder Ollie-Position, je nachdem, wie ihr eure Ollies halt zieht. Und der hintere Fuß ist beim normalen Shove-It leicht über die Tail hinaus. So, dass das hier ein bisschen nach außen steht, sodass eure Zehen quasi so ein bisschen um die Tail rum können. So, weil so könnt ihr dann diese Bewegung hinkriegen, dass sich das Board schnell in die Richtung dreht. Und wenn ihr das Footplacement drauf habt, dann müsst ihr im Grunde genommen nur noch einen kleinen Hopser mit dem vorderen Fuß machen. Also ihr startet mit dem vorderen Fuß und mit dem hinteren Fuß, sobald der in der Luft ist, macht ihr eine ziehende Bewegung nach hinten. Der vordere Fuß bleibt, solange das Board sich dreht, so nah wie möglich und gerade über dem Board. Und dann sieht das Ganze so aus. So, das ist eigentlich schon alles, was den Shove-It angeht, den normalen. Wie gesagt, worauf ihr achten müsst, ist, dass ihr den vorderen Fuß nur leicht vom Board anhebt, quasi, dass er so ein bisschen gerade über dem Board hovert und dann könnt ihr das Ding auch relativ leicht catchen. Ich gebe euch noch ein paar Übungen mit, die ihr jetzt praktizieren könnt, um das Ding, um euch da so langsam ranzutasten. Da ist die erste Übung, dass ihr einfach mit dem hinteren Fuß versucht, erstmal die Drehung in das Board zu bekommen. Einfach zack. Zack, zack, zack. So, dass ihr halt ein Gefühl für die Drehung des Boards bekommt. Und sobald das sitzt, sobald ihr das drin habt, könnt ihr mit beiden Füßen drauf steppen und dasselbe machen, nur das dann mit dem vorderen Fuß catchen, aber nicht mit dem hinteren Fuß auf dem Board landen, sondern eher mit dem hinteren Fuß auf dem Boden landen. Ich zeige euch, wie das aussieht. Zack, zack, zack. Wisst ihr? Dass ihr einfach den Catch übt, zack, zack. So, und wenn ihr das drin habt, dann braucht ihr im Grunde genommen nur noch den hinteren Fuß auf dem Board lassen und dann sollte das Ganze auch funktionieren. Nicht so wie bei mir jetzt. Na, second try. Probiert es einfach aus, probiert ein bisschen rum und dann ist die Grundfoundation für den Pop-Shove-It auch gleich gelebt. Gelebt, gelegt. Gut, machen wir nämlich jetzt auch mit weiter. Jetzt kommt der Pop-Shove-It. So, weiter geht's mit dem Pop-Shove-It. Und beim Pop-Shove-It ist es tatsächlich nicht großartig anders als beim Shove-It. Nur, dass ihr jetzt einen Pop hinzufügt. Wie poppt man? Rechts oben in der Ecke seht ihr mein Ollie-Tutorial. Da ist das Ganze ausführlich erklärt. Guckt euch das nochmal an und dann könnt ihr auch sehen, wie man ordentlich poppen tut. So, allerdings ist das Foot Placement beim Pop-Shove-It ein bisschen anders. Und zwar, ihr habt den vorderen Fuß nicht so leicht über die Tail raus, sondern ein bisschen zentraler. Weil wenn ihr das so machen würdet,
dann würdet ihr viel zu viel Tempo in das Board reinstecken. Also es würde sich viel zu schnell drehen, dass ihr es nicht mehr catchen könnt. Heißt, den Fuß ein bisschen weiter nach hinten, vorderer Fuß genauso platziert und dann ist es genau dasselbe, nur dass ihr halt mit Pop das Ganze macht. Und das sieht dann so aus. Zack. Und wenn ihr das gemacht habt, naja, mit den ganzen Übungen vom Shove-It. Und jetzt gibt es auch noch ein paar Übungen für den Pop-Shove-It, aber die unterscheiden sich auch nicht großartig. Dann habt ihr im Grunde genommen schon alles. Dann heißt es nur üben, 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 üben. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Und dann geht das schon irgendwann. So, jetzt gibt es noch ein paar Übungen für den Pop-Shove-It. Wir starten mit der einfachsten. Genau dieselbe wie eben, nur dass ihr jetzt halt nicht nur das Board scoopt. Also, dass so da mit den Zehen nach hinten schießt, sondern dass ihr das mit dem Fuß nach unten drückt. Zack. Zack. Da seht ihr schon, das Ding geht ganz schön hoch. Zack. Zack. Versucht mit demselben Fuß zu catchen. Zack. 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 So, wenn ihr das habt, wie gesagt, immer schön die nächste Übung mit beiden Füßen aufs Board und dasselbe nochmal, nur mit dem hinteren Fuß vom Board steppen. Zack. 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 Der Rest, wisst ihr, was abgeht? Am Rest, ja, einfach committen, das Ding machen und dann wird das. Ja, ich hoffe, das Tutorial hat euch geholfen und ihr habt den Spaß am Skaten wiedergefunden, nachdem ihr frustriert euer Board gegen eure Oma geschmissen habt, weil ihr den Pop-Shove-It nicht hingekriegt habt oder irgendwie irgendwas anderes. Naja, deswegen, go skate, haut da rein, haut da raus, Fridon meldet sich ab. Peace!